Ich schaue gerade durch mein Presser Birsch 8x26. Ein sehr leichtes Glas, das ich gerne bei Wanderungen dabei habe. Und wenn du wissen willst, was das kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses kleine Presser Birsch 8x26. Das heißt, das ist ein Glas, das man dabei haben kann, weil es einfach leicht und klein und kompakt ist. Natürlich, und das ist auch genau der Punkt dabei, für schnelle Beobachtungen. Wir haben das zum Beispiel, ich habe jetzt meinen Orientierungsrucksack mit, da habe ich mein GPS-Gerät drinnen, mein Kompass, meine Karten und all die Dinge. Und genau dafür ist das auch gedacht, meiner Meinung nach. Oder eben als Birschglas. Als Jäger. Das heißt aber, es ist nicht so dämmerungsaktiv. Das heißt, jetzt zum Beispiel hier, wir haben es jetzt gerade 16.30 Uhr und meine Uhr sagt mir, dass um 16.24 Uhr, ich hoffe, du kannst das lesen, um 16.24 Uhr wird die Sonne untergehen. Das heißt, es wird jetzt immer dunkler von Minute zu Minute und das bedeutet auch, dass dieses Glas immer eingeschränkter einsetzbar ist. Der Vorteil heute ist aber, Schnee liegt durch die Reflexionen. Wir haben heute auch Vollmond oder wir sind nahe dem Vollmond und dadurch ist alles, da geht das natürlich auch. Aber bei Dunkelheit oder in der Dämmerung ohne Schnee und ohne Mond ist es einfach nicht zu gebrauchen. Das muss man einfach so dazu sagen. Es ist qualitativ gut verarbeitet, aber ich habe es jetzt schon ein Jahr im Einsatz. Da ist mir mal runtergefallen. Blub. Und da ist mir diese Spange runtergefallen. Das habe ich aber erst später gemerkt. Und ja, das ist runtergegangen. Sonst kann ich überhaupt keinen Mangel an dem Teil feststellen. Ich habe ja schon einen Presser gehabt. Das habe ich verloren. Das ist, da gebe ich da oben den Link dazu. Das war noch viel besser. Das war noch, kostet aber auch mehr. Das habe ich verloren und ich verliere andauernd meine Ferngläser. Echt, ja. Ich habe ein Canon, das habe ich auch irgendwo liegen lassen und dann später wieder gefunden. Ich verliere meine Ferngläser. Da bin ich sehr traurig, dass ich das eine Presser verloren habe, aber ich habe ein anderes. Auch wenn das hier nicht so performant ist, aber auch einen geringeren Preis hat, gebe da unten den Link auf Amazon und schau dir das an. Also was ist meine Meinung dazu? Dieses Teil, das ist leicht und kompakt, ist eben auf jeden Fall brauchbar, wenn du ein Glas suchst für den Rucksack. Ich habe mir jetzt da ist ja alles dabei normalerweise, aber ich habe da mein eigenes Täschchen dazu. Das taugt mir einfach mehr als das, was vom Presser mitgeliefert wurde. Das ist auch Molle-kompatibel und kann immer drauf poppen. Wenn du ein Glas also suchst, das du mitnehmen kannst, das du immer mit dabei haben kannst, das aber trotz alledem nicht lichtstark, sondern farbenfroh ist, wo du die Farben sehr gut erkennen kannst, dass sich mit diesem Regler hier wirklich sehr einfach und sehr, sehr schnell einstellen lässt. Also ich bin noch immer begeistert davon. Dann ist das eine absolute Überlegung wert und ich kann eigentlich, außer dass das da runtergefallen ist, aber meine Güte, das kann mal passieren und wenn ich den Teil nicht irgendwie verloren hätte und das dann hätte ich es mir auch wieder draufgeklebt. Das ist sicherlich nicht das Thema. Ich sage auf jeden Fall eine Überlegung wert. Link zu dem Produkt findest du unten auf Amazon. Und jetzt mag ich dich wieder mal bitten, wenn du auch so ein Optik-Fetischist bist wie ich, was ist deine Birsch-Optik, also deine leichte, kleine Optik? Ja, was ist dein Glas, das du mit hast, wenn du unterwegs bist und nur leichtes Gepäck dabei haben willst? Schreib mir unten einen Kommentar, das interessiert mich. Technische Daten findest du auf Amazon. Ich sage danke fürs Dabeisein, Daumen nach oben, Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dein René Ostmann und bis bald. Ciao.